Am Sonntag steht für den SC DHFK Leipzig das nächste Heimspiel gegen HC Erlangen an. Es soll der 4. Heimsieg in Folge her. Ob das gelingen kann, das kann uns jetzt Andri Runarsson sagen, der neben mir steht. Andri, bevor wir auf das Spiel am Sonntag blicken, müssen wir natürlich über die Meldung der Woche reden. Du hast deinen Vertrag verlängert bis 2026 nach nur wenigen Monaten hier. Was waren deine Beweggründe? Klar, du warst schon in der Jugend hier, aber gab es noch andere Beweggründe zu sagen, so schnell zu sagen, ich verlängere meinen Vertrag hier in Leipzig? Ja, also ich fühle mich wohl hier und ich sehe viel Potenzial in dem Club. Und ja, wenn der Club mir das Vertrauen schenkt und wir mit mir weitermachen und mir zu helfen, mich weiterzuentwickeln, dann natürlich schlage ich dazu und will mit dem Club die nächsten Schritte gehen, um ja, zur besten Version zu werden. Ja. Ja, der Club ist natürlich auch hoch erfreut über deine Entscheidung. Jetzt lass uns mal auf die letzten Wochen blicken. Du bist natürlich verletzungsbedingt in die Rolle des Spielmachers auch so ein bisschen geschlüpft. Hast jetzt auch im November unter den Leipziger Spielern die meisten Kilometer abgespult und die meisten Vorlagen gemacht. Bist du zufrieden mit den letzten Wochen oder sagst du ja auch selbstkritisch, da gibt es noch einige Baustellen, an denen ich arbeiten kann? Natürlich kann ich immer besser spielen, aber wir holen zumindest Punkte und das sagt zumindest, dass wir irgendwas gut machen. Aber ich glaube, wir spielen jetzt nicht super, super gut. Also wir können das schon was verbessern, aber deswegen trainieren wir jetzt jeden Tag, um das zu schaffen und ja, wollen dann mit dem nächsten Spiel dann den nächsten Schritt machen in der Entwicklung. Lass uns mal auf das letzte Spiel zurückblicken gegen den Bergischen HC. Unentschieden am Ende. Was sind so die Lehren, die ihr aus dem Spiel mitgenommen habt? Klar, gerade zweite Halbzeit war schon stark, aber vielleicht auch in der ersten Halbzeit. Gibt es da Dinge, die ihr noch besser machen könnt? Erste Halbzeit war vielleicht so Abwehr, waren wir nicht so überragend. Das haben wir aber auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Aber was unser Spiel ein bisschen gestört hat, waren unsere Kreisanspiele. Das haben wir auch jetzt angesprochen. Wir haben da zu viele Bälle vorne verloren und zu schnell und das haben wir haben immer ein Gegentor dann bekommen. Das waren, glaube ich, insgesamt 5 bis 6 Stück und also am Ende, wenn es dann unentschieden steht, dann wären diese Bälle, hätten die dann vielleicht geholfen, um zu gewinnen, aber ja, das versuchen wir jetzt abzustellen und einfach mit Kopf da sein. Vielleicht noch ein Wort zu Franz Semper, der ja in diesem Spiel 9 Treffer erzielt hat, eine Riesenleistung auf die Platte gebracht hat. Wie wichtig ist so ein Franz Semper, wenn er bei 100% ist? Sehr wichtig. Also wenn er da 11 Meter hochsteigt und wirft, das hilft der Mannschaft enorm, dass einfach mal ein Spieler kommt, der jetzt nicht so viel denkt, einfach mal drauf wirft. Und ja, wenn es so klappt wie im letzten Spiel, dann ist es super und ist auch wichtig, dass wir so einen Spieler haben. Jetzt lass uns mal auf das Spiel am Sonntag schauen. HC Erlangen, die erst auswärts 4 Punkte geholt haben. Ihr dagegen jetzt dreimal in Folge gewonnen vor den heimischen Fans. Ist eigentlich ein Sieg auf jeden Fall möglich, oder? Ja, also Möglichkeiten sind da. Wir wollen immer gewinnen. Auf jeden Fall auch Heimspiel. Das ist immer unser Anspruch zu gewinnen. Mit Erlangen wartet eine kämpferische Mannschaft. Die ist eine gute Mannschaft, die kann sehr gut spielen. Und wenn man da kämpferisch nicht dagegen hält, dann kann es auch schlimm ausgehen. Aber ich glaube, wir werden 100% da sein, fokussiert sein und den Kampf annehmen. Also Andri Runarsson ist zuversichtlich, dass es auch gegen HC Erlangen mit einem Heimsieg klappt. Jetzt fragen wir bei Vigo Christiansson nach, ob er genauso zuversichtlich ist. Vigo, bevor wir auf das Spiel jetzt am Sonntag zu sprechen kommen, müssen wir natürlich über die Vertragsverlängerung von Andri Runarsson sprechen und vor allem seine Rolle in den letzten Wochen. Er ist ja durch die Verletzungen oder durch die Ausfälle ja, vorgerückt, in die Rolle des Spielmachers gerückt. Wie wichtig ist ein Andri Runarsson für Leipzig und wie hat er sich vor allem in den letzten Wochen gemacht? Ja, erstmal freue ich mich für ihn, für den Jungen. Ich habe ihn kennengelernt, als wir zusammen gespielt haben in Stuttgart. Ich freue mich, dass er jetzt noch 2 Jahre da bleibt. Ich finde, er hat das ganz gut gemacht. Hat sich auch, und das hat man bemerkt, hat sich entwickelt in den letzten Wochen. Wenn er das so weitermacht, dann sieht es gut aus für ihn. Ja, ihr seid ja generell gerade gut in Form, vor allen Dingen zu Hause, 3 Siege in Folge. Jetzt kommt mit Erlangen eine Truppe, die euch im März diesen Jahres sozusagen eure gute Serie sozusagen beendet hat. Du hast dich damals leider verletzt in diesem Spiel. Was ist das für einen Gegner, der euch da erwartet? Wird es ein körperbetontes Spiel?
Ja, ich denke, das können wir erwarten. Es ist immer ein harter Kampf gegen Erlangen. Die haben auch einen neuen Trainer im Sommer bekommen, spielen etwas aggressiver ab jetzt als in der letzten Saison. Von daher können wir auf jeden Fall ein hartes Kampf erwarten und wir müssen halt unseren Beitrag dazu bringen. Jetzt habt ihr ja zuletzt unentschieden gespielt gegen den BHC und davor gewonnen, seid aber jetzt generell eigentlich ganz gut in Form. Gibt es trotzdem natürlich auch noch Baustellen, zentrale Baustellen, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall unbedingt nochmal ran, das müssen wir noch abstellen. Das haben wir immer noch nicht geschafft, auch jetzt während der Saison irgendwie ja, zu beheben. Ja, definitiv. Also wir versuchen über das ganze Saison uns immer zu verbessern. Wir schauen meistens einfach Spiel für Spiel. Von unserem letzten Spiel wollen wir gerne jetzt am Sonntag ein besseres Abspiel spielen. Und vorne wollen wir gerne unsere technischen Fehler vermeiden. Und wenn wir das hinkriegen, dann habe ich auch ein gutes Gefühl für Sonntag. Also auch Zuversicht. Bei dir jetzt noch eine Frage abseits von der Handball-Bundesliga. Frauen-WM startet ja heute. Schaust du das? Interessiert ihr euch dafür? Schaut ihr das vielleicht auch im Team? Werden wir bestimmt etwas angucken in der Kabine. Ja, freue mich drauf. Island ist auch dabei, zum ersten Mal seit, glaube ich, 10, 15 Jahren. Von daher werde ich auf jeden Fall die Spiele bei den isländischen Frauen angucken. Mal schauen, wie weit die kommen. Ja, wünsche mir auf jeden Fall viel Spaß und euch natürlich viel Erfolg für Sonntag. Und dann geht es am Sonntag gegen den HC Erlangen um den vierten Heimsieg in Folge. Anwurf ist um 16:30 Uhr.